Grüß Gott, ich hoffe, das Licht geht. So, ich weiß, das Licht ist katastrophal. In letzter Zeit, meine Haare sind auch katastrophal. Heute ist so ein richtiger Bad Day. Aber ich will jetzt endlich wieder Videos drehen, weil ich habe jetzt in letzter Zeit, bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, weil ich auch krank war. Und ich wieder angefangen habe zu arbeiten und deswegen ich auch keine Zeit mehr habe. Und ja, ich fange mal an. Ich will meinen Jahresrückblick machen. Und ich fange auch gleich mal an, weil das ist ganz schön viel. Also, im Jänner 2017 hatte ja mein Freund Geburtstag. Da waren wir zusammen essen, was ich mich erinnern kann. Es war total niedlich, wir haben sich sogar Sachen teilt, das war ursüß. So richtig, wie frisch verliebt war das. Dann im Februar, also Jänner war ziemlich kurz, obwohl Jänner ja eigentlich immer lang ist. Aber im Februar hatten wir ja Jahrestag, der Jan und ich. Da sind wir sogar essen gegangen. Da steht auch, glaube ich, dass ich Blumen bekommen habe. Und ich habe ihm zum Jahrestag eine Uhr machen lassen mit einem Foto von uns beiden drauf. Ja. Ja, im Februar war ja das erste Mal mein Blog down, also diese Blogseite, die ich hatte, war ja im Februar zuerst down und dann hat sie aber wieder funktioniert, Gott sei Dank. Im März hatte ich Geburtstag, aber ich muss sagen, der Geburtstag war voll von hinten. Ich werde auch heuer nicht feiern. Ich wollte letztes Jahr nämlich feiern und keiner ist kommen. Ich wollte in der Disco feiern, so wie das mein Freund gemacht hat. Das habe ich jetzt nämlich vergessen zu erzählen. Im Jänner waren wir auch in der Disco an seinem Geburtstag und ich wollte das auch so machen, wenn mir das gefallen hat. Aber wir waren nur zu dritt, also mein Freund, ich und meine Cousine. Schön, oder? Ja, deswegen werde ich heuer nicht feiern, obwohl ich auch noch Urlaub zu der Zeit habe. Was ich gar nicht haben wollte, aber wurscht. Im März hatten wir auch viele Schulungen von der Arbeit aus, ganz, ganz viele Schulungen und ich liebe Schulungen. Nicht nur wegen die Geschenke, sondern auch wenn man viel lernt. Am liebsten mag ich immer die von Lancôme, weil ich finde, die machen das so originell, dass man sich die Sachen auch merken kann. Ja, im März hatte ich auch Urlaub, den Urlaub wollte ich damals auch, glaube ich, nicht haben. Oder ich habe ihn, glaube ich, ich habe mir Urlaub genommen extra für meinen Geburtstag letztes Jahr. Ja, so war das, weil ich eben feiern wollte. Und ich hatte ja eine zusätzliche Woche Urlaub, weil... Oh, da ist ein Specht. Ich klopfe gerade an den Ästen rum. ich habe mir ja extra Urlaub genommen, damit ich eben feiern kann, was ja in die Hose gegangen ist, aber egal. Ja, dann noch, mein Freund hat in unserem gemeinsamen Urlaub, weil er hatte, glaube ich, vorher eine Woche Urlaub und dann mit mir gemeinsam. Und er hat mein WC ausgemalt. Ich habe das leider vergessen, so ein bisschen mitzufilmen. Ich wollte ja damals eigentlich so eine Art Videoreihe machen, wo ich meine Wohnung renoviere. Ihr seht ja, dass es ziemlich notwendig ist. Und das WC ist schon fertig. Noch nicht ganz fertig. Ich will mir noch einen Vorhang kaufen, weil bei mir sieht man halt das Rohr. Da will ich mir einen Vorhang noch dazu kaufen. Das ist nämlich jetzt orange geworden, das WC. Es war vorher total hässlich. Es war so eine Leder... Ich weiß nicht mal genau, was das war, aber jemand hat so ein Lederding draufgeklebt. Das war so wie ein Boden, hat das ausgeschaut. Das haben die auf die WC-Wand draufgeklebt. Das war immer hässlich. Das war immer schon hässlich. Und oben drüber waren so Holzbalken. So wie ihr, nein, ihr werdet es jetzt nicht sehen, aber ich habe das im Schlafzimmer auch. Und das war eben am WC auch so. Das war katastrophal. Die habe ich als allererste runtergerissen, wie ich einzogen bin. Und ja, mein WC ist Gott sei Dank ausgemalt. Ich habe es noch nicht ganz fertig. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, was ich noch machen will. Vielleicht auch einen neuen WC-Deckel. Ich wollte doch eigentlich komplett das WC austauschen, aber ja. Ist dann doch nicht so geworden, wie ich wollte. Aber egal. Aber es ist wenigstens mal ausgemalt. Das ist mal das Hauptding. Im April ist meine Mama im Spital gewesen. Meine Mom, ich weiß nicht, ob ich euch das überhaupt erzählt habe, aber meine Mutter hatte komplett Wasser im Körper bis zur Brust drauf. Was ziemlich gefährlich war für sie und sie wollte auch nicht ins Spital. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe an den Tag arbeiten müssen und meine Schwester hat mich panisch angerufen, wie ich von der Arbeit ausgehabt habe. Und sie hat mich angerufen und hat mir gesagt, dass sie unbedingt will, dass ich nach Hause komme, weil unsere Mutter liegt am Boden, weil sie ist hingefallen und kann nicht mehr aufstehen. Und sie hat schon die Rettung angerufen. So schnell wie möglich bin ich natürlich nach Hause gegangen. Und das Problem war, sie wollte nicht mitfahren am Anfang und wollte das auch schon unterschreiben, dass sie nicht mitfahren will. Und ich bin ausgerastet. So können sie mich, glaube ich, nur erleben, wenn ich wirklich, wenn mir das bis da oben steht. Ich bin so auszuckt, habe mir die so geschrien, normalerweise schreit man mit den Eltern nicht, aber ich habe sie so anbrüllen und gesagt, sie muss mitfahren, weil
da geht es um ihr Leben. Man kann sich nicht mit dem Leben spielen. Oh, sorry. Ja, ich bin da auch mit ihr mitgefahren und da bin ich auch ausgerastet dort in dem Spital. Ich hasse das SMZ Ost. Die Österreicher von euch, die mir zuschauen, werden das sicher kennen, das Spital. Ich hasse es wie die Beste. Es ist so ein Scheißspital. Kann sich kein Mensch vorstellen. Also ich hasse dieses Spital. Meine Mom kam rein, wir sind ewig gestanden unten in diesem Warteding. Da war sogar eine Dame dort, die nicht aufstehen konnte, die ist in so einem Sessel gesessen. Und ich habe meiner Mama was zum Trinken gebracht und die Dame hat auch so reingeschaut, so, oh, ich hätte auch so gern was. Und ich habe dann die Dame gefragt, ob sie vielleicht auch was zu trinken haben will. Und sie hat sich so gefreut, dass ich so aufmerksam war und ihr was zu trinken gebracht habe. Und ich habe dann sie gleich gefragt, ob sich niemand um sie kümmert, weil sie ja die ganze Zeit sitzt, schon vorher, wie wir reinkommen sind, ist sie schon dort gesessen die ganze Zeit. Und sie hat mir dann erzählt, nein, es kümmert sich keiner und sie wartet schon seit 1,5 Stunden. Da bin ich erst recht ausgerastet. Sorry, irgendwie habe ich es heute. Ich habe so komische Schlapfen an, die sind so groß und deswegen verbrücke ich immer die Kamera. Noch im Spital war die Ärztin auch total unfreundlich. Meine Mom ist halt ein bisschen kompulenter, ein bisschen stärker. Und auch sie war auch sehr aufgebläht wegen dem Wasser. Das war wirklich schlimm. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm das ausgeschaut hat. Und die Ärztin hat gemeint, sie hat... Gott sei Dank hat meine Mama kein Hörgerät drin gehabt, weil die war wirklich fies, die Ärztin. Und ich bin halb ausgerastet. Ich habe mich aber zusammengerissen für meine Mutter. Aber wie wir rausgeführt worden sind, habe ich ganz laut gesagt, dass die Ärztin mal dringend Sex braucht. Und deine Schwester hat das gehört, weil sie an mir vorbeigegangen ist. Klingt zwar ein bisschen hart, aber ich war so aggressiv. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, da spucke ich mich gleich an. Und die hat mich gleich so angeschaut. Und wegen irgendwas bin ich noch ausgerastet. Ja, da haben die meine Mom geröntgt. Ich war ja urlang da drin. Ich glaube, wir sind um 7:30 reingefahren und ich glaube, um 11 hat mich erst mein Vater von dort abgeholt. Also ich war wirklich lang mit meiner Mom dort drin. Und meine Mutter musste ja dann länger im Spital bleiben. Und nach dem Röntgen haben die Papiere von meiner Mom verlegt. Also das Klemmbrett, wo die Papiere drauf waren. Das haben die verlegt. Das haben die in dem Raum, wo die Röntgenaufnahme gemacht worden ist, liegen lassen. Die männliche Krankenschwester fragt mich, ob ich weiß, wo die Papiere sind. Und ich schaue ich so aus. Keine Ahnung, sie war gerade drinnen. Vielleicht ist drinnen vergessen worden. Ich habe wirklich, glaube ich, Zug aus. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass Shea ausdrucken kann. Aber ich kann es. Und zwar extrem. Ja. Also das war ein Horror, der Tag. Aber ihr ging es dann, umso länger sie drin war, umso besser ging es ihr dann. Gott sei Dank. Im April war ich auch mit den Jahren im Young House wieder essen. Da gehen wir nur hin und wieder hin, leider. Weil ich gehe dort sehr gern hin. Ich finde das Essen auch dort gut und ich mag das einfach. Das ist auf der Maria-Hilfer-Straße, wenn man bei Mif Rocher einbiegt, hat man es ein bisschen weiter hinten. Es heißt auch jetzt nicht mehr Young House, es heißt anders. Im nächsten Vlog-Video sage ich euch das eben, ich habe es wieder vergessen. Also müsst ihr auf den nächsten Vlog warten. Ja, im April habe ich auch sehr viel Eis gegessen. Ich glaube, da war ich oft mit Leuten unterwegs und habe dort immer ein Eis gegessen. Ich glaube, so war das in der Richtung. Ja. Und ich habe auch viele Ostergeschenke wieder bekommen, auch von Kunden. Also Wahnsinn, was ich von Kunden dieses Jahr bekommen habe. Im Mai habe ich mich wieder mit den Mädels endlich getroffen. Mir geht das eh voll ab, aber durch das, dass ich Vollzeit bin und jetzt mich versuche, um meinen Opa zu kümmern, dazu komme ich gleich, habe ich kaum Zeit für irgendwas. Und die Zeit, was ich habe, nutze ich mit meinem Freund oder mit meiner Familie, weil ich das in letzter Zeit wirklich brauche. Und ja, deswegen im Mai haben wir sich erst getroffen und das Treffen war total lustig. Ich habe da leider gar nicht gefilmt, weil ich war im letzten Jahr so filmvoll. Ja, dann habe ich mir im Mai ein neues Handy geholt. Ich weiß nicht, ob euch daran erinnern könnt, ich glaube, ich habe das damals in einem Funlovers-Video erzählt. Aber mein altes Handy, das ich zu Weihnachten gekriegt habe, was ja gebraucht gekauft worden ist von meinem Vater, war total im Arsch. Das hat einen Software-Fehler, glaube ich, oder so, hat er damals bei T-Mobile gesagt. Und hat total gespinnt. Also da konnte man noch nichts machen. Auch wenn man es eingeschickt hätte, hätte das nichts gebracht, weil es war total im Arsch. Das Handy, ich habe es sogar noch. Und habe mir halt dann damals ein neues besorgt. Und seitdem habe ich überhaupt keine Probleme. Es ist schon oft runtergefallen, aber es lebt noch immer. Und das ist das Positive dran. Ja. Dann habe ich geschrieben, eine Freundin hat sich wieder gemeldet. Ich habe aber leider den Namen nicht hingeschrieben und ich habe keine Ahnung, wer damit gemeint ist. Und im Mai war auch das Little Mix Konzert. Und das war so cool, weil da war ich mit meiner Cousine. Aber ich hab so das Gefühl, ich bin zu alt schon für sowas. Weil mit 15, 16, 17 sowas, glaube ich, war ich auf As 5 Konzerte. Auf einem und dann einmal auf dem Donauinselfest.
Und da muss man ja stundenlang stehen und ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt. Wirklich nicht mehr. Für mich war das die Hölle. Ich war so kaputt an dem Tag. Na, das war ein schönes Konzert. Es war wirklich, wirklich, wirklich cool. Und ich hoffe, dass die dieses Jahr oder in ein paar Jahren wiederkommen. Ich würde mir die auf jeden Fall wieder anschauen. Ich gehe so selten auf Konzerte und das tut mir so leid. Ich liebe Konzerte eigentlich. Im Juni. Ja, da habe ich ja angefangen abzunehmen. Da hat das auch wirklich gut funktioniert, so wie ich das gemacht habe. Aber in letzter Zeit funktioniert es leider nicht mehr. Aber im Juni hat das so gut funktioniert. Ich habe mich auch, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, schon sehr, sehr lange nicht mehr auf eine Waage gestellt, weil ich wieder zugenommen habe. Ende des Jahres. Und deswegen habe ich es dann noch lassen. Ich werde es aber wieder versuchen vielleicht, aber dazu kommen wir dann später. ja. Dann im Juni, wo ich auch Urlaub hatte, war die Goldtier-Schulung. Da habe ich auch auf Snapchat und so ein paar Aufnahmen gemacht und auf Instagram. Die Schulung war so genial. Ich fand das so cool, die Schulung. Das war mal wirklich was anderes. Man hatte nur einen kleinen Einblick von dem Duft, ein paar Tänzer. Und dann durfte man, das war in irgendeinem Theater, war das, wo du so Stiegen und Sitze nach oben hast. Und wir durften dann runtergehen und da war ein riesengroßes Buffet. Ich habe das, glaube ich, sogar auf Instagram postet, was dort alles zu essen gegeben hat. Das war echt Hammer. Also die Schulung hat mir bis jetzt von allen am besten gefallen, muss ich wirklich sagen. Also die Schulung war mega. Ja, mein Urlaub hat mich auch enttäuscht, weil eigentlich war geplant, dass der Jan und ich gemeinsam in Urlaub gehen, aber seine Arbeit nimmt ihn ziemlich ein und deswegen konnte er nicht in den Urlaub gehen, weil ich glaube, zu der Zeit haben die auch zugesperrt, wenn ich mich nicht irre, die Filiale, wo er war. Und er musste helfen, die Sachen halt einzulagern und das Ganze. Deswegen hatten wir da nicht gemeinsam Urlaub. War ich sehr enttäuscht darüber, weil ich habe mir halt gedacht, dass wir vielleicht irgendwann einmal was machen, aber ja. Im Juli war ich sehr depressiv. Wirklich sehr depressiv. Wegen dem dauernden Arbeiten. Ich muss zugeben, das hat mich wirklich deprimiert und ich habe überlegt, ob ich vielleicht nicht wechseln soll, eine andere Filiale oder generell den Job wechseln. Ich war in dem Monat Juli so deprimiert, weil halt oft schönes Wetter war und meistens, wenn ich frei gehabt habe, hat es geregnet. So wie heute. Heute habe ich frei, gestern war so ein schöner sonniger Tag, heute habe ich frei und die Sonne ist weg, es ist hässlich draußen, alles Mögliche. Das macht einen schon sehr, sehr depressiv, besonders wenn man jeden Tag arbeitet und nur ein, zwei Tage frei hat. Zum Beispiel Sonntag habe ich ja meistens frei, aber Sonntag ist mein Ruhetag, da will ich einfach meine Ruhe haben. Und ja, deswegen habe ich halt überlegt, was ich machen kann, aber mir fällt noch immer nichts ein. Also so viel dazu. Also zukunftsmäßig habe ich keine Ahnung, was ich noch machen soll. Wirklich nicht. Und das macht mich noch immer ein bisschen depressiv. So, nicht jede YouTube-Welt schaut rosig aus, wie ihr seht. Im August hatte ich dann wieder zwei Wochen Urlaub und die waren okay. Ich glaube, die hatte ich sogar gemeinsam mit Jan. Steht jetzt da gar nicht da. Im August habe ich auch 2000 Abonnenten erreicht. Da will ich auch ganz, 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 ganz großes Dankeschön an euch ausrichten. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß, das sagt jeder YouTuber, aber ich rechne überhaupt nicht damit. Ich bin nicht eine, die Sachen extra einblendet und bla bla bla. Ich setze mich vor die Kamera und quatsche. Das ist das, was ich machen will und auch weiterhin machen würde. Also wenn sich jemand über die Qualität, zum Beispiel heute ist scheiß Licht, wenn sich jemand darüber beschweren würde, es ist kein Kanal, wo ich jetzt die richtige Hightech-Ausrüstung habe, das habe ich nicht notwendig und will ich auch gar nicht. Ich mache es ja hobbymäßig und deswegen würde ich es auch immer so beibehalten. Und ich bin stolz, dass ich 2000 Abonnenten erreicht habe. Früher hatte ich mal 200 und war da schon sehr happy drüber. Und jetzt wird es immer mehr und das macht richtig Spaß dann, wenn man sich auch so austauschen kann. Ich liebe diese Austauscherei zwischen euch und mir. Ich fühle mich jetzt nicht so berühmt oder so, überhaupt gar nicht. Wirklich, nein, nee. Mich haben nämlich schon ein paar Leute auch erkannt oder eine Freundin kenne ich durch das, dass sie meine Videos schauen. Zwei sogar. Zwei kenne ich durch das, dass sie meine Videos schauen. Und ja, wie soll ich sagen, lustig finde ich das irgendwie. Weil man auch Leute dadurch kennenlernt, was mir persönlich wirklich wichtig ist. Okay, dann im August hat es ja angefangen, dass man auf meinem Blog keine Fotos mehr anschauen kann. Was mir das Herz zerbrochen hat. Ich weiß, das verstehen wahrscheinlich trotzdem viele nicht, die was jetzt das Video gucken, weil ich ja schon oft darüber gejammert habe. Der Schminkblock ist jetzt nicht so dramatisch. Die Aufgebraucht-Posts tun mir mega weh, weil ich da jahrelang dran gearbeitet habe, die zu sammeln. Aber was mir noch mehr weh tut, ist mein anderer Blog, der I Have You Blog.
das bricht mir das Herz. Da sind so viele Erinnerungen drauf, so viele Fotos drauf, wo ich einfach wirklich traurig darüber war. Das haben viele nicht verstanden, sogar mein Freund hat das nicht verstanden. Er hat auch versucht, das wieder hinzukriegen, aber es ist unmöglich. Man müsste da irgendwie Geld bezahlen, damit man die Fotos weiterhin auf dem Blog drauf lassen kann. Und das kann ich mir nicht leisten, tut mir leid, aber das geht nicht. Das kann ich mir wirklich nicht leisten. Und will ich auch nicht, will ja nicht dafür bezahlen, dass man die Fotos auf meinem Blog sieht. Deswegen habe ich jetzt seit August überlege ich, was ich machen soll, weil viele auch zu mir gesagt haben, ich soll einen neuen Blog anfangen. Und das will ich auch jetzt vielleicht machen. Weil ich habe noch so viele Halloween-Fotos und ich will die unbedingt auf einem Blog. Ich will wieder so einen privaten Blog machen, wo man auch mehr über mich lesen kann. Weil der Blog, den ich hatte, der war ja nicht schlecht besucht. Deswegen würde ich das gern wieder mache. Ich muss mir aber überlegen, wie ich das machen werde. Weil vom MyBlog, ich weiß, es liegt ja nicht an MyBlog, sondern es liegt ja an der Seite, wo ich die Fotos hochlade. Also wenn ihr euch da auskennt, könnt ihr mir ja was empfehlen. Oder ich kenne eine, die auch bloggt. Vielleicht schreibe ich sie mal an und frage sie, wie sie das macht. Ich habe auf jeden Fall vor, einen neuen Blog zu starten. Einen Schmink- und einen normalen Blog. Weil mir das, ich vermisse das einfach. Also, weil ich auch so viele aufgebrauchte Sachen abfotografiert habe und die will ich nachher auch posten. Also ich muss mir darüber wirklich Gedanken machen. So, September. Ich werde nochmal Tante. Ich habe das, glaube ich, auf dem Kanal noch gar nicht gesagt. Auf meinem Vlog-Kanal habt ihr das schon gehört. Aber ich werde nochmal Tante. Meine Schwester ist nochmal schwanger und sie bekommt einen Buben. Und der Name ist Simon. Da kommt kein Tränchen, dass ich nochmal Tante werde. Am Anfang waren wir natürlich jetzt nicht so begeistert. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich glaube, meine Schwester weiß das auch. Aber jetzt im Nachhinein, wo man schon spürt, dass es klopft und so, ist das wirklich, wirklich schön. Da will ich irgendwie auch selber Kinder haben, schon langsam, wenn ich drüber nachdenke, aber ja. Aber es ist wirklich schön. Jetzt so freue ich mich drüber, dass ich nochmal Tante werde. Es hat eine Weile gebraucht, aber jetzt, wo auch der Tobi offener zu mir wird, in den Vlog-Videos kann man das gut sehen, seit der Tobi auch offener zu mir wird, habe ich noch mehr Bock drauf, Tante zu werden. Klingt vielleicht blöd, aber ist wirklich so. Dann waren wir auch auf dem Kirtag, das machen wir jedes Jahr, weil auch meine Schwester zu der Zeit Geburtstag hat. Und ich war zuerst mit dem Roman dort, wo meine Schwester auch dort war. Und am zweiten Tag war ich dann noch einmal mit dem Jan und mit dem Roman. War auch lustig. Wir sind da Autodrom gefahren und das war keine gute Idee, weil zwei jugendliche Jungs sind mir so dermaßen reingefahren, dass mein Zwilling wieder angefangen hat zu bluten. Ich habe euch ja mal über meinen Zwilling was erzählt, über dieses... Na, das war wirklich schlimm. Ich habe wirklich geglaubt, ich muss nochmal operieren gehen, weil das eine Weile gar nicht aufgehört hat. Ich habe so Angst bekommen, weil das auch wieder weh dann hat. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist der Nachteil, wenn man sowas hat. Ich darf eigentlich nicht mehr Eis laufen, ich darf keine Rollschuhe fahren, weil wenn ich auf meinen Hintern falle, kann sein, dass das wieder aufplatzt und ich wieder operieren muss. Oh mein Gott! Tut mir leid, ich habe so einen Lachkrampf jetzt gerade gekriegt. Und ich musste meine Kamera wieder anstecken. Oh Gott, mein Gott. Ach du Schande. Das werde ich nicht rausschneiden, auf gar keinen Fall. Oktober. Da ging es in der Arbeit wieder bergauf, weil ich auch darüber geredet habe, was mich stört. Und auch mit einer Kollegin die Probleme erklärt habe. Da ging es das wieder bergauf. Aber jetzt in letzter Zeit fühle ich mich wieder so ein bisschen down. Aber ich glaube, das ist verfassungsweise. Ich wollte gerne eine andere Filiale wechseln und habe mich dagegen entschieden. Und jetzt bereue ich meine Entscheidung. Aber ich glaube, dazu erzähle ich euch im nächsten Vlog-Video oder so mehr. Ich wollte nämlich in eine neue Filiale wechseln, die neu aufsperrt im März. Und habe es mir doch jetzt anders überlegt und jetzt ärgere ich mich drüber. Aber ja, man kann niemandem alles recht machen, oder? Dann Halloween. Ihr wisst, ich bin ein Halloween-Junkie. Ich liebe Halloween. Ich hoffe, ich kann euch da ein paar Fotos noch einblenden. Ich habe viel zu essen gemacht. Viel zu viel. Ich glaube, da haben sich sogar meine Gäste sehr überfordert gefühlt. Ihr könnt das ja alles sehen. Aber mein Kostüm war echt cool. Ich habe das erste Mal Kontaktlinsen drin gehabt. Das einzige Problem war, die Haare haben mich so genervt. Und dann hat mich das auch so genervt, dass die Augen so brannt haben. Weil eigentlich wollten wir nachdem noch in die Disco gehen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Meine Augen haben weh dann, mein Kopf hat weh dann von den Haaren. Dann war das dauernd im Gesicht. Also... ja, war relativ anstrengend, aber es war wirklich schön. Es hat mich auch diesmal gar nicht so verletzt, dass so viele abgesagt haben, weil es waren relativ genug Leute da. Also 8 reichen mir vollkommen. Ich habe mir auch meine Liste aufgehoben und die da waren, werde ich nochmal anschreiben. Und die nicht kommen, die werde ich nicht mehr anschreiben. Von einer habe ich sogar nicht mehr die Nummer, glaube ich. Ja, ich weiß, ich bin herzlos. So, das war Oktober. November habe ich wieder versucht, mehr für meinen Opa zu machen, weil ich das ja sehr vernachlässigt habe, was mir wirklich leid dann hat, aber
mir ging es gesundheitlich auch nicht gut. Und ja, ich habe halt wieder versucht, mich mehr um meinen Opa zu kümmern. Das Problem ist, mein Opa ist, wie soll ich das erklären? Er ist ein ganz, ganz eigener Mensch. Wirklich ein ganz eigener Mensch. Er ist jetzt nicht so einer, der offen zeigt, dass er sich freut, dass jemand kommt oder... Wie soll ich das erklären? Er ist jetzt nicht so emotional veranlagt, sagen wir das so, weil er das halt früher auch nie kennengelernt hat so. Und deswegen ist es für mich ein bisschen schwer, mit ihm umzugehen, weil ich bin 27 und ich kann einen 77-Jährigen nicht auf den Schädel hauen, dass er seine Zuckertabletten nimmt. Das kann ich einfach nicht. Ich schaffe sowas nicht. Ich kann das nicht. Das ist für mich immer ein bisschen schwieriger. Ja. Dann, wie ich angefangen habe, mich wieder um ihn zu kümmern, ist er im November auch noch im Spital gelandet. Das hat mir fast mein Herz zerrissen. Das Problem ist, ich habe keinen Draht zu ihm. Ich fange an zu heulen. Darf nicht weinen. Bleib stark. Das Problem ist, ich habe keinen Draht zu ihm so richtig. Weil, wie wir Kinder waren, waren wir zwar oft mit meiner Oma, die schon verstorben ist, und mit ihm in Kleinhagsdorf. Ich muss wirklich gleich heulen, ich schwör's euch. Aber wir hatten halt nie so wirklich einen Draht zueinander. Da hat er ja zu meiner anderen Schwester, wo ich keinen Kontakt mehr mit ihr habe, zu der hat er ein bisschen mehr Kontakt und den Draht zu ihr, weil sie meiner Mom ähnlich schaut. Und ja, es ist schwer zu erklären, das zwischen mir und meinem Opa, weil ich versuche, aber er lässt mich nicht durch. So kann man das sagen. Ich versuche es zu zeigen, dass er mir wichtig ist, aber ich habe das Gefühl, er lässt es nicht zu. Oder er versteht nicht, wieso jetzt auf einmal. Ich weiß es nicht. Also ich kann es euch wirklich nicht erklären. Nur in dem Fall, wo er ins Spital gelandet ist, haben meine Mama und ich so bitterlich geweint. Ich konnte es nicht zurückhalten, weil wir so Angst gehabt haben, dass ihm was passiert. Er ist 77. Er musste da hinten operiert werden, weil er hat jetzt einen künstlichen Wirbel, glaube ich, drinnen, weil er ist aus dem Rollstuhl geflogen und hat sich da was gebrochen. Ich fange gleich wieder an, soll ich ganz... ja, also für mich hat das, mir hat das halt so weh dann, weil ich ihn jetzt gerade versuche kennenzulernen und auch versuche ihm zu zeigen, dass ich auch Interesse dran habe, ihn kennenzulernen. Nur bei ihm ist das halt wirklich schwer. Und jetzt war ich auch länger nicht bei ihm, weil ich auch wieder krank war. Und am Wochenende will ich versuchen rauszufahren, aber mal schauen, wie ich das schaffe. So, letzter Monat, Dezember. Ich glaube, ich laber zu lange. Ich habe einen neuen Haarschnitt seit Dezember. Fallen ja überhaupt nicht auf. Am Anfang war ich so traurig, weil sie mir so viel weggeschnitten haben, aber es ist eh wieder nachgewachsen, sehe ich gerade. Aber es war ja so kurz, glaube ich, und es ist eh wieder ein Stückchen nachgewachsen. Man sieht auch, das hier ist schon meine eigene Haarfarbe und das drunter ist halt das Gefärbte. Aber ich finde es okay. Es ist nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Monaten, wo das unten so extrem hässlich war. Ich glaube, ich zog aus. Ich konnte so nicht rumlaufen und deswegen habe ich halt einen Termin ausgemacht. Und ich muss sagen, ich bin auch wirklich, wirklich zufrieden. Viele sagen auch, dass mir diese kürzeren Haare besser stehen als die längeren. Da kann man drüber streiten. Aber ich habe auch irgendwie geplant, dass wenn meine Haarfarbe rausgewachsen ist, was ja eh noch lange brauchen wird, dass ich mir Extensions leisten werde. Weil ich will unbedingt lange Haare haben. Unbedingt. Aber darüber wird noch diskutiert. Dann unsere X-Mas-Feier von der Arbeit war total lustig. Erst war ich total sauer, weil die mein Lokal aussuchen, wo ich nicht so leicht hinkomme. Das war nämlich irgendwo außerhalb von mir daheim. Und mein Vater war so lieb und hat mich hinbracht und abgeholt und sogar eine Kollegin von mir mitgenommen. Mein Tränchen. Es war wirklich lustig. Wir waren in einem chinesischen Restaurant. Ich habe leider nicht essen können, ich weiß nicht wieso. Ich hatte nichts gegessen davor und habe nicht essen können, keine Ahnung wieso. Weil das Essen war auch gut, ich habe mir auch dann so einen Nachtisch auch geholt. Und dort gab es auch eine Kegelbahn und das war so lustig. Ich habe auch ein bisschen mehr getrunken als sonst, gebe ich auch zu. Aber für was hat man eine Weihnachtsfeier? Und das war so lustig, weil wir haben uns in Gruppen aufteilt und haben dann im Team gekegelt. Und ich war in der Gruppe, wo ich auch noch unbedingt hin wollte, mit lauter Kolleginnen, mit denen ich mich so gut verstehe. Und das war so lustig. Das war wirklich, wirklich, wirklich lustig. Und ich hoffe, dass ich das mal mit dem Jan und mit dem Roman auch machen kann. Das hoffe ich wirklich, weil dann nehme ich die Kamera mit. Das war so lustig. Da will ich unbedingt wieder hin. Ja. Im Dezember ist auch mein Opa wieder aus dem Spital rausgekommen. Da habe ich ihn dann auch wieder zu Hause besucht.
Ja. Und Weihnachten zu Hause war auch urschön. Ihr habt sicher das Video hoffentlich schon auf meinem anderen Kanal gesehen. Das war wirklich lustig. Und ich habe auch meine Nichte ein bisschen veräppelt, weil sie bürstet sich ja nie die Haare. Und ich habe zu Weihnachten als erstes, sie hat natürlich ein anderes Geschenk auch noch bekommen, aber sie hat von mir zu Weihnachten eine Topmodel-Haarbürste als erste bekommen, was sie auspacken hat dürfen. Und ihr Gesicht, das sieht man im Video, ihr Gesicht ist sowas von Gold wert. Ich muss jedes Mal Tränen lachen, wenn ich mir das Video anschaue. Das ist sowas von lustig, weil sie sicher nicht damit gerechnet hat, dass sie sowas von zu Weihnachten kriegt. Aber sie hat noch ein violetter Duftset bekommen und einen Gutschein. Und ich habe versprochen, dass wir, da werde ich wahrscheinlich die Kamera auch mitnehmen, damit ich das filmen dann, dass wir einen ganzen Tag miteinander verbringen. Das muss ich jetzt bald im Februar, werde ich das dann machen mit ihr, weil ich da hoffentlich auch öfter frei habe. Und ja, darauf freut sie sich. Ich habe da eher ein langes Wochenende, da werde ich das mit ihr machen. Das habe ich ihr versprochen, dass wir das machen werden. Ja, und Silvester war auch total lustig. Silvester war ja dieses Mal auf einem Sonntag. Und ich habe, glaube ich, sogar zu lang geschlafen, weil ich wollte eigentlich noch aufräumen, wenn ich mich nicht irre. Aber ich... Alzheimer habe ich auch schon. Das kommt nicht gut. Das war erst vor ein paar Monaten. Aber wurscht. Ja, aber es war wirklich, wirklich lustig. Ihr habt ja auch die Schießerei am Schuh. Na, Blödsinn, ich habe sogar mehr gefilmt. Da war ich nämlich auch ein bisschen angeheitert, falls man das nicht mitbekommen hat. Aber es war wirklich lustig. Und meine Schwester überhaupt was an die Decke, den Korken da. Oh Mann. Na, aber es war wirklich lustig. Ich mag diese Familienzeit. Ich brauche das einfach. Ich kann ohne den nicht. Ja, Vorsätze fürs nächste Jahr. Ich muss mich ein bisschen dummeln, weil ich glaube, das Video wird sehr lang werden. Vorsätze für dieses Jahr, 2018. Auf jeden Fall mehr auf meinem anderen Vlog-Kanal machen, damit ihr mich ein bisschen mehr kennenlernt. Das habe ich auf jeden Fall vor. Ich habe nämlich das Gefühl, jetzt bei den 2000 Abonnenten wäre das sehr, sehr wichtig, den anderen Kanal auch ein bisschen zu... Ich bin nämlich jetzt brav gewesen und habe bis jetzt sehr regelmäßig ein Video hochgeladen, weil ich war sehr, sehr schleißig, habe ich gesehen. Was ist denn noch ein Vorsatz? Ich will irgendwas in eine Sportrichtung machen. Ich habe so überlegt, rhythmische Gymnastik. Kennt ihr das? Mit dieser Schnur? Das habe ich überlegt zu machen, aber ich weiß nicht, wo man das machen kann und wo man dieses Ding herbekommt. Weil ich will, wenn Sport, irgendwas in die Richtung machen, die mich interessiert. Aber ich glaube, ich werde das heuer eh wieder nicht machen. Aber ich nehme es mir vor, das ist immer was Wichtiges. Weil ich habe mir nichts aufgeschrieben, das sage ich euch jetzt so spontan. Aber das will ich nur machen, um eben ein bisschen abzunehmen. Beruflich will ich was ändern. Was, weiß ich noch nicht, aber ich will was ändern. Ja. Und Privatleben will ich auch vieles ändern. Muss ich auch noch schauen. Ja. Muss ich was ändern. Fliegt mal alles runter. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß, das Video ist sicher sehr, sehr lang geworden. Tut mir eh leid dafür. Aber ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!